Bist du ein Neuer? Ja. Was machst denn du? Bedienperson. Kellner. Nein, Bedienperson. Ach, Heizer. Heizer. Ja, Heizer. Du sag mal, oh pardon, sagen Sie, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie nicht der, ja, Münchhausen, exakter Name. Aber sag doch du zu mir. Wir arbeiten doch in dem gleichen Betrieb und sind doch Kollegen. Kollegen? Seit wann? Was denn nun, in dem Aufzug haben Sie dich als Heizer angehört? Aber ja, in erstaunlicher Weise ohne jede Komplikation. Der Monsieur Kaderdirektor hat mich gefragt, ob ich als Diskjockey gearbeitet habe. Ja. Da habe ich einfach ja gesagt, obwohl ich sonst, wie ihr wisst, ein Wahrheitsfanatiker bin. Mhm, das wissen wir, Kollege. Aha. Aber sag mal, warum arbeitest du dann gerade als Heizer? Ganz einfach. Mich gelüstet danach, mal wieder eine Reise durch die Lüfte zu machen. Und da las ich, Moment, in einer gar anmutig geschriebenen Notiz, ah ja, hier, dass man in Fragen der Sicherheit beim Betreiben von Kesselanlagen hiesigen Orts mitunter ziemlich tolerant sei. Ah, und da dachtest du? Genau, dass einer der beanstandeten Großraumwasserkessel hier steht, mit dem man in die Luft gehen könnte. Ihr werdet zugeben, Kollegen, dass die Chance erkennbar höher ist als ein Fünfer in diesem so possierlich gehandhabten Telelotto. Zudem, Kollegen, bin ich in der glücklichen Lage, die Voraussetzungen für meine Luftreise selbst zu beeinflussen. Und die wären, aber bitte in geordneter Reihenfolge. Ja. Nicht funktionstüchtige Sicherheitsventile? Eben solche Wasserstandsanzeiger, defekter Manometer, unerfahrene Bedienpersonen, wie ich eine bin, und nachlässige Leiter. Im Betrieb. Mon Dieu, jetzt habe ich mich verplaudert. Ist das Ding ohne mich gestartet? Und das wird eine Menge Geld kosten. Aber doch nicht dich, Kollege Münchhausen. Doch, mich. Jetzt werde ich eine Annonce aufgeben, unter der Rubrik Stellengesuche. Heizer in ungekündigter Stellung sucht aus technischen Gründen neuen Wirkungskreis.